Markus, ich möchte auch in die Türkei auswandern, aber ich habe da nicht so die größten Perspektiven und dementsprechend könnte ich mir vorstellen, in ein Callcenter zu gehen und dort natürlich meine Stunden abzureißen und dort natürlich mein Gehalt zu bekommen, was oft aber auch hier in Euro ausbezahlt werden soll. Darüber kann ich nicht so viel erzählen, weil ich selber natürlich nicht in einem Callcenter bin. Für mich stelle ich mir dann immer nur die Frage, wenn du schon am Telefon sitzt, warum solltest du in einem Callcenter arbeiten gehen, für jemanden Geld reinbringen, der dir nur ein Mindestgehalt bezahlt, anstatt vielleicht eine gewisse Tätigkeit zu machen, in ein Network reinzusteigen und dementsprechend selber auch in die Kundenakquise zu gehen und dann dementsprechend auf selbstständiger Basis seine Verkäufe zu generieren, weil nichts anderes machst du bei einem Callcenter, du verkaufst Verträge, Telefonverträge, und nichts anderes würdest du in einem Network zum Beispiel auch machen. Aber der große Vorteil ist in dem Fall natürlich, dass du dann nicht wirklich an Ort und Zeit gebunden bist, ja, und du kannst aber auch natürlich viel mehr Geld generieren, wenn du auf einen Schlag natürlich ein, zwei Verkäufe im Monat hättest. Damit würdest du wahrscheinlich dann schon hier in der Türkei sehr gut leben können. Und deswegen finde ich Network Marketing, Closer-Tätigkeiten natürlich auch sehr interessant für diejenigen, die immer denken, ah, ich muss jetzt in ein Callcenter gehen und für 5, 6, 700 Euro, selbst 1000 Euro im Monat mich tot telefonieren bzw. vielleicht einen Job machen, der mich auf lange Sicht auch finanziell nicht weiterbringt und der mir vielleicht auch gar nicht so viel Spaß macht. Ja, die Kollegen sind vielleicht nicht so cool, der Chef ist vielleicht nicht so cool, und deswegen ist es doch eine geile Geschichte, dass es diese Möglichkeit gibt heutzutage, dass du auch hier unabhängig von Ort und Zeit natürlich dann auch deine Termine natürlich machen kannst, die du dir selber natürlich legst, und dementsprechend das Ganze abtelefonierst bzw. mit den Kunden in Kontakt trittst. Und wenn du dazu natürlich auch Fragen hast, bleib unbedingt dran bei diesem Video bzw. auf diesem Kanal. Da werden wir nämlich in Zukunft noch mehr darauf eingehen.